train a-coming. It's rolling round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. Well, I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. When I was just a baby, my mother told me, son, always be a good boy and don't never play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Hans Mauer, Mama! Jalos! Wofür haltet ihr diesen Ort? High School Musical? Dies ist eine Institution, Rehabilitation. Des Wertlichsten, Widerlosten, menschlichen Abschaum seit Kim Kardashian. Ihr seid hier nicht, um eine Boyband zu formen. Ihr seid hier zu arbeiten. Ihr werdet jetzt diese Steine nach Form und Größe anordnen. Los geht's, Mama! Das ist zwecklos, wir müssen das nicht machen. Dein Gesicht ist zwecklos. Und wieso festlich, ich könnte dein Gesicht als ein modernes Meisterwerk bezeichnen. Was ist so komisch? Nichts, Boss. Ich glaube, dass es hier um eine Schaltung an Kommunikation geht. Du verstehst schlecht. Hier geht es um eine Scheiterung an Gehorsamkeit. Aus! Ihr könnt euren Freund Niklas danken. Wegen ihm werden wir mit das Mittagessen auslassen und mit dem täglichen Training anfangen. Los geht's, Würmer! 1, 2, 3, 4! Seit 7 Jahren sind wir hier! 5, 6, 7 und 8! 6 hat nicht schon gemacht! 9, 10, arbeiten gehen! Los geht's, Würmer! Hammer da! Jemmerich! Hocken! Dies erinnert mich an eine rote Kurse mit meiner Bibelgruppe. Oh, Hans Maul, Andreas! Hüpfer! Ich hasse diesen Ort. Komm schon schneller, Großmütter! Dies macht keinen Spaß. Wo ist die Forderung? Rafael, das will ich gerne sehen. Lass uns das Fahrrad fahren, Markus. Schau, Boss. Ihr stinkt wie auf den Socken. Geht duschen, bevor ich meine Beherrschung verliere. Ich kann es hier nicht mehr aushalten. Ich denke, ich werde wahnsinnig. Wahnsinn ist doch die Stimme der Vernunft, mein Freund. Aber ich denke, dass deine Zwangslage das Ergebnis der Ignoranz, Unvernunft und deiner Suche nach Aufmerksamkeit ist. Und was willst du damit sagen? Das war nur eine schicke Art, dir zu sagen, deine Klappe zu halten. Ah, danke für die Erklärung. Naja, Vater Andreas, hast du in der letzten Zeit mit Gott geredet? Ich rede mit ihm jeden Tag. Echt? Und was sagt der alte Knacker? Er sagt mir, nie von meinem Weg zu schalten. Matthäus 26, 41. Wach und bete, damit er nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch ist aber schwach. Und guck, wo dich dein Weg gebracht hat. Zu diesen hörenden Kirchen. Weißt du was, Markus hier ist vielleicht ein Schwachwort, aber er hat schon recht. Wir müssen hier raus, und zwar pronto! Und hast du möglicherweise einen Plan? Ich habe diese Meise hergestellt, um unsere Ketten zu lösen. Woher hast du das denn? Nicht wichtig. Das ist sehr schön, aber ich denke, dass du ein wichtiger Bestandteil vergessen hast. Wir haben keine Ketten hier. Na ja. Da habe ich das hergestellt. Wir können systematisch durch die Erde graben, um an die andere Seite zu kommen. Das wäre ein vollkommen schlechter Plan, auch wenn wir nicht auf einer Insel wären. Naja, kommt ihr dann mit einem Plan? In Ordnung. Hört zu. Der gute alte Wächter nimmt eine Kaffeepause jedes Mal, wenn wir Steine zerbrechen. Wenn er weg ist, können wir über den Zaun springen und in die Freiheit schwimmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Ich bin dabei. Hier werde ich noch verrückt. Ja, du wirst.
Was sagen Sie, Vater? Aus dieser Nacht, die mich umhüllt, von Pol zu Pol schwarz wie das Grab, danke ich, wer Schimmer Gottes Bild die unbezwungene Seele mir gab. Was kümmert's, dass der Himmel fährt und das von Straf mein Buch erzählt? Ich bin der Herr von meinem Stern, ich bin der Meister meiner Seele. Feeling. Ah, Mann! Oh, ich hätte wie nur echte Karten. Ja, und einen echten Tisch. Ja. Ja. Die Spielzeit ist vorbei! Zurück zur Arbeit, Mama! Macht weiter so, meine Damen. In ein paar Minuten komme ich zurück. Lasst. Alles klar, er ist an der Schüssel. Jetzt ist unsere Chance. Lass uns gehen. Ob Zorn erfüllt, ob Tränen folgt, ob ihr seid Schrecken schon begann, das Grauen meines Alters soll mich fürchtlos finden. Jetzt, ja. Dann. Und wisst ihr, wie der Wahr ist, dass er als Erster geht? Kommen Sie, Vater. Ich kann das so versehen. Gott hat uns befreit. Leute. Ich kann nicht schwimmen. Echt? Ben! Red! Falls der nicht zu mir kommt, werde ich ihm das Gehirn ausblasen. Schön. Zurück hinein! Was macht ihr, Drecksäcke? Von der Linie! Ihr denkt, dass ihr ziemlich clever seid, oder? Naja, ich bin auch ziemlich clever. Ich würde gerne wissen, wessen Idee das war. Wenn das Genie hinter dieser brillanten Verschwörung bald nicht offenbart, ich würde alle drei bestrafen müssen. Ich war es bloß. Ich hätte etwas Besseres von dir erwartet, Niklas. Warum geht ihr zwei nicht hinein, weil ich mit Niklas rede? Ich sagte, geht hinein! Einen Moment bitte. Ich möchte kein Blut auf mein Hemd. Schrei die Zähne! Mein Schicksalslupe schlug mich hart. Mein blutiger Kopf blieb aufrecht stehen. Ich bin fertig mit dir. Niklas, geht's dir gut? Oh, niemals besser. Das, was du für uns getan hast, ist etwas, was ich jeder getan hätte. Du hast eine tapfere Seele. Johannes 15, 13. Niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde einsetzt. Niemand hat sich je so für mich eingesetzt. Das war ziemlich geil. Danke, Jungs. Das hilft eigentlich. Ich meine nicht körperlich, aber ihr wisst schon. Ich schätze, es ist gar nicht so schlimm hier, wenn du gute Freunde hast. Hör mit dem Schwachsinn auf, mein Freund. Bald werden wir uns wieder Phönix erheben und aus dieser Not flüchten. Wir werden so leben, wie Gott es vorgesehen hat. Galater 5,1. Für die Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasset euch nicht wieder ins Joch der Knechtschaft fallen. Es wird uns drei gegen die Welt sein, Alter. Wir werden wie die drei Musketiere sein. Dies ist etwas schwul. Aber das ist ja auch cool. Ich meine, wir befinden uns doch im Nass. Down the line, far from Folsom Prison, that's where I'm.